Hier bastel ich ein Modell für die Schleichfiguren. Hier so eine Kobra. So ich den richtigen Platz dafür. Wieder hier vorne, oder hier oben. Da ist noch eine Plattform hin. Schöne Kobra. Ist hier noch eine Plattform. Schlecht. Es könnte eine Zierde werden für das Schaufenster, wo diese Schleichfiguren verkauft werden. Doch gut. Schön geformt mit den Händen. Kurz die Stellung ausprobiert. Ja, das ist schon wirkungsvoll. Das ist dann hier die Behausung. Der Kobra eventuell, hier überall die Wurzeln. Für einen guten vorspringenden Felsen. Das ist immer sehr wirkungsvoll. Baumwurzel drüber. So, das sieht ja schon ganz gut aus.